Hallo, guten Tag. Ich bin Orange, so der Austauschstudent jetzt in Deutschland, aber aus Hongkong. Und hier ist ein Programm auf Deutsch, die kantonesische Sprache zu erklären. Und ja, nach dem Hintergrund der Sprache stelle ich heute dir die Begrüßung vor. So, Begrüßung auf Kantonesisch heißt Man hao yu. Man hao yu. So, das spricht man normalerweise auch Hallo oder Hey, weil wir ganz lang unter der Großbritannien aus Kolonie waren. Deswegen sprechen wir auch ganz viele englische Sätze. Aber natürlich findest du für die kantonesische Sprache, deswegen siehst du dieses Film. Deshalb gibt es auch die chinesischen Ausdruck. Zum Beispiel, wir sprechen ganz oft Wei oder Dima. Wei oder Dima. Die beiden ist auch ganz tägliche Umgangssprache. Das heißt Hey oder What's up. Aber das ist auch, so wie in Englisch, Hey oder What's up bedeutet manchmal auch nicht so höflich. Deswegen, die beiden sind auch sehr freundlich, aber außerdem auch ein bisschen unhöflich, wenn man zu stark spricht. Natürlich, das gibt kein Problem, wenn du mit einem Freund zu sprechen. Es gibt keine Unhöflichkeit, aber das muss man aufpassen. So. In einer formalen Situation, zum Beispiel mit einem neuen Chef, kann man auch so sagen: Nei homa, nei homa. Das ist sehr formal und das klingt immer nicht so schön. Zum Beispiel, das ist ganz oft Oxford, Cambridge Deutsch oder, ja, oder Goethe Deutsch. Das schreibt man immer, aber das spricht man nicht. So, auf Kantonesisch, man schreibt und man spricht sehr anders, total anders aus. Aber das gibt kein Problem. Das ist ganz wichtig, nur an die Stimme zu erinnern. So, jetzt ist die Wiederholung. Nei homa ist sehr formal. Was ist mit die Umgangssprache? Wei oder Dima. Oder einfacher ist Hallo oder Hey. So, heute ist das alles, aber hoffentlich sehen wir uns wieder. Tschüss!